Ja, hallo Welt, da sind wir wieder. Nein, Moment. Stopp. Ich muss ja. Besser eins musst du sagen. Ja, ich muss ja anzählen, habe ich ganz vergessen jetzt. Dann 3, 2. Hallo Welt, da sind wir wieder. Immer noch auf dem Heimweg hier. Und die liebe Sarah fährt hinter uns. Hallo Sarah. Ja, hallo YouTube, hallo Richie. Mein Auto qualmt. Oh. Ich muss aufpassen. Habe ich das nicht repariert gerade? Nee, habe ich nicht. Ah, ich denke, wir werden noch ankommen. Wenn uns nicht zu viele Zombies von Schnauze laufen. Ja, bald haben wir es geschafft. In der letzten Folge haben wir das letzte Seuchenherz zerstört. Jetzt haben wir, glaube ich, noch ein paar Infektionsherde, wenn überhaupt. Ja. Was? Ich hatte gerade hier ein schwarzes Bild irgendwie. So halb. Oh nein! Hier steht ein Auto. Vorsicht! Kommt schon schwarze Qualm raus, aber wir sind sehr gut. Oh, Koloss! Ja. Oh, eine Horde! Und dann noch so eine verseuchte. Wow! Kein Toolkit habe ich. So. No place to put that. Oh, der Koloss nähert sich. Oh, das machen vielleicht schon deine Leute. Okay, ich hab alles raus. Ich hab dir in die anderen Autos noch ein bisschen was reingesteckt. Der hier ist frei. Möchtest du denn die Seuchenproben haben? Ja, kannst ja halbe für dich, halbe für mich dann. Was wir haben, das haben wir. So. Zu Hause. Oh, der ist schon tot. Der Koloss von Rhodos. Ist das der Merin?
Wenn du zu Mary wechselst, startest du seine Mission. Ein neuer Anfang. Sobald die Mission gestartet wurde, kannst du von Mary nicht mehr zu einem anderen. Ja, ja. Gut. Wie machst du eigentlich die Türen immer zu? Ich krieg nie die Türen zu. Ich weiß nicht, mit welcher Tastatur du das machen musst, aber ich mit Y. Ich drück, ja, E soll ich drücken, aber ich krieg dieses Zeichen nie, wo man die Tür hier zumachen soll. Oh, jetzt ist sie von alleine zugegangen. Hey. Hey. Hat so hey gesagt. Gar nicht so schlecht, die Waffe. Ja, ich muss meinen Charakter dann aber wechseln. Was für eine Aufgabe... Achso, ich kann ja nachgucken, was für eine Aufgabe da auf uns zukommt. Hey, we ain't been stopped yet and we ain't gonna be. Ach so, du darfst jetzt erstmal mit deinen ganzen Mitgliedern hier sprechen, ja? Okay. What's up? Ja, 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 ja. Da komme ich gerne mit. Da, ich glaube, ich kann ja mithören, was die da so sagen. Nick, ich kann mit keinem reden. Soll ich hier reden mit denen? Echt? Jetzt, da wir die Blutseuche besiegt haben, sollten wir weitere Leute für unsere Gemeinschaft suchen. Einverstanden, aber es sollten oberste Priorität haben, ein Handelsnetzwerk mit unseren Nachbarn aufzubauen. Word. Genau. Did that actually just happen? Das einzige Traurige ist, dass es keine solchen Zombies mehr gibt, die man töten könnte. Da draußen lauern noch andere Gefahren. Wir müssen mit Ressourcen und Materialien handeln. I like how you think. Okay. Ich habe geschworen, dieses Land zu verteidigen, aber nachdem die Armee abgezogen ist, dachte ich, es wäre vorbei. Danke, dass du Nutzen für einen alten Soldaten hattest. Ich bin froh, dass du das Flüchtlingslager verlassen hast, ohne dich wären eine Menge Menschen gestorben. Nice. If I say I'm feeling hopeful, would that jinx us? Aha. Mit Schafer kann ich nicht reden. Mit wem muss ich denn noch reden? Da oben. Hey. Nein. Finally, some good news. Nein. Ich glaube. Ja, ich glaube auch, das war's. Ich habe hier zumindest keine Symbole mehr. Was ist das BOV von Tante Jimena? Das wäre eine. Da die Mission können wir jetzt nicht machen, weil wir die ja von Mary haben. Mhm. Das ist hier von der Ärztin, die da oben steht, mit dem lilanen Rucksack. Ja. Das müssten wir dann danach auch machen. Und dein Anführer hat keine Ziele mehr? Schau mal. Was ist das? Like, bestimmt die Vermächtnis deiner Gemeinschaft. Even the worst day of hunting is better when it's a long walk with your dog. Aber das ist ja nichts mehr, oder? Naja, dann werden die externen Ziele noch da. Die übrig gebliebenen Medikamente und Gemeinschaftsziel. Zombie-Bedrohung zu Hause. Ja, okay, machen wir das noch. Und dann kann ich ja die Wein nehmen, wenn das mit ihr abgeschlossen ist. Mhm. Okay. Wo sind die Zombies? Oh, wir haben noch 16 Sekunden Zeit. Sehe ich das richtig? 10 Sekunden. Das Auto brennt. Da kommen sie. Na, ich schieß nur vor den Zaun hier.
krieg die Tür nicht zu. Ich weiß nicht. Also solchen Proben schön aufsammeln, wir haben keine mehr. Also Zombies mehr. Vorerst. Finally, some good news. Der Bogen ist super. Gut, war es das? Oder kommen nur welche? Ich glaube, das war's, oder? Hast du vielleicht noch ein paar kaputte Waffen, die du nicht mehr brauchst? Ja, mit Sicherheit. Handwaffen oder Feuerwaffen? Vollkommen wurscht. Alles, was du nicht brauchst, kannst du verwerten und da bekommst du Ersatzteile raus. Ich habe gemerkt, wir finden... In den letzten Folgen haben wir so gut... In den letzten Folgen. If we started trading and sharing with our neighbors, all our lives would get better. Let's get this town's economy jump started by figuring out how people out there can help each other. In den letzten Folgen. Hey, does anyone out there have extra resources and need some help finding a buyer? So, what have we got today? I'm coming your way, whether you like me or not. Also in den letzten Folgen haben wir so gut wie keine Ersatzteile mehr gefunden, deswegen haben die die vielleicht rausgenommen als Loot? Kann man die nur noch bekommen, indem man Waffen verwertet? Achso, ja. We're just gonna keep losing stuff like this until we can store it right. Kann das sein? Weiß ich nicht, also ich verwerte jetzt mal. So, haben wir wieder ein bisschen was gekriegt. So, haben wir wieder ein paar Ersatzteile. Sehr gut. Fröhlich. Ja. Händler, der Makler. Da sollen wir hin. How's it going? Machen wir das doch. Das wäre eine ganze Strecke.
Wie macht man nochmal Toolkits für Autos? Über die Werkstatt. Mit Ersatzteilen dann. Da ist die Werkstatt, ja. Was ist besser, C4 herstellen oder bessere Medikamente herstellen? Halb halb. Ich denke, Medikamente wären nicht schlecht. Ich wollte was herstellen. Ja, ich habe gerade hier jemanden aufgelevelt. Soll ich mal gucken, ob meine vielleicht besser, weniger Material braucht, um die Toolkits herzustellen, weil die jetzt gerade aufgewertet wurde? Gut. Dann Toolkits. Ich kann die verbesserten für 75 Teile und die normalen für 35 Teile herstellen. 35 Teile bräuchte ich. Und Ich du? habe keine Teile mehr. Ich habe zwei hergestellt. Ich war schneller als du. Ach so. Aber die verbesserten kann ich Ja. nicht. Und wir haben auch gar keine Teile mehr. Mhm. Das heißt, Schusswaffen könnte ich ja noch. Ich habe so viele Schusswaffen. Siehst du. Das können wir noch mal. Oh, das hat gar keinen Sinn, wenn ich die Tür zumache. Irgendwer lässt die sowieso immer auf hier. Ich spiele immer mit meiner Tür rum. Ich sollte lieber was anderes Sinnvolles machen. Okay. Aber mir ist leider größtenteils schon alles verwertet. Ein paar Waffen, Ja, ich muss das jetzt noch machen. ich sollte lieber ein paar Sachen reparieren hier. Ach so, den habe ich ihr gar nicht wiedergegeben hier, die Katana-Machete. Das war ja gar nicht die richtige Moment. Das ist ja immer noch. Satkirana ist das immer noch. Ich wollte doch Alex nehmen. Ich komme jetzt mit Alex rein. Okay. Die hat Arzneikunde jetzt. Kann verbesserte Sachen herstellen. Ja. So, und sie braucht zum Herstellen auch 35 und 75. Das hat jetzt. Also, so langsam habe ich Teile da. Ach, sie kann C4-Ladungen herstellen? Habe ich doch das andere genommen? Warum? Nein. Kann doch nicht sein. Das ist ja eigen, ja. Ich glaube, das reicht aber erstmal. Genug Waffen zermetzelt. Dann habe ich zwei Toolkits, die ich schon mal irgendwo im Kofferraum verstaue. Das ist ja unglaublich. Man braucht ja für alles Ersatzteile und findet jetzt keine mehr. Was hat sie denn? Arzneikunde kann in Werkstätten, Krankenstationen und Brennereien verbessert werden. Ja, sie sollte eigentlich jetzt bessere Sachen herstellen können, aber da hatte ich Satkiran, war das schon. Satkiran hatte das schon, scheinbar auch.
Naja, okay, dann habe ich ja zwei, die das können. Aber C4 kann sie hier doch auch herstellen, habe ich gerade gesehen. C4-Ladung. Ja. Ach, nein, 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 das ist rot. Wissen über Munition bräuchte sie, Wissen über elektronische Geräte. Dann würde aber so eine C4-Ladung auch 100 Ersatzteile kosten. Wo soll man die denn herhaben? Hat man ja gar nicht, oder? Nee. Heilen die sich eigentlich wieder selber, wenn die irgendwie krank sind? Wenn die diese Seuche haben, ich weiß nicht. Wenn die Krankenstation das kann, dann ja. Bei mir, glaube ich, haben die schon eine ganze Weile jetzt die Seuche. Ja. Ich glaube von der Seuche nicht, aber wenn die so krank sind, dann ja. Wenn du eine Krankenstation hast, dann heilen die sich. ¿Qué pasó, eh? Boah, das wird aber teuer bei mir, die alle zu heilen hier. Die sind ja... Da sind ja 1, 2, 3, 4, 5 Leute bei mir sind krank. Ja gut, die sterben ja noch nicht. Die haben eben nur diese Blutseuche. Ja. Ja, ich würde aber mal sagen, im nächsten Part geht's dann weiter. Ja. Im nächsten Part müssen wir dann auch mal langsam los, sonst schaffen wir nichts mehr. Mhm. Zum Händler. Ja. Dafür brauchen wir dann noch Benzin. Toolkits habe ich zwei da im... bei mir im Inventar und eins habe ich in ein Auto getan. Aha. Fahren wir dann wieder mit zwei Autos? Ganz... Ich denke, weil wenn wir looten, das ist immer ganz gut, oder? Wie du willst, wenn wir genug Benzin haben, können wir das machen. Ja, da muss ich halt nochmal schauen. Wenn ich dann hier meine Orientierung wieder finde. Ja, wenn du zu einem Händler möchtest, dann solltest du alles an, wie heißt denn das Zeug nochmal? Wertvollen mit denen. Ja, also Pralinen und Schmuck und irgendwie sowas alles. Alles, was, wo man immer gesagt hat, wofür brauche ich das eigentlich? Aha. Das Zeug. Unter welcher Kategorie soll das sein? Bei den Rucksäcken unten. Verschiedene Hersteller. Also die Rucksäcke kannst du auch. Not gonna fit. Genau. Und ansonsten verschiedene Gegenstände, ganz genau, unter den Rucksäcken. Also die Rucksäcke kannst du auch verkaufen. Mhm. Na gut, ich habe hier viel Whisky drin. Ich habe hier die Brauerei. Only I had room for it. Ja. Wie gesagt, dann nehmen wir zwei Autos. Und zwar habe ich mir gedacht, den Van, da können aber nur zwei Leute sitzen. Der hier vorne, der Van. Weil das ist das Auto mit dem größten Kofferraum. Und... Dann einfach, wenn du magst, einen Jeep oder so. Oder so einen kleinen Flitzer. I already got all I can handle. Jeep, kleinen Flitzer, mir egal. Ich nehme den kleinen Flitzer gerne. Ja, gut. Dann mache ich da den Kofferraum mal voll mit Sachen zum Verkaufen, ja? Mhm. No room. Gut, aber trotzdem bedanken wir uns für euer Zusehen. Ja, genau. Für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.